Hallo, für ein Studium an einer Hochschule gelten, je nach Fach, unterschiedliche Zugangsberechtigungen. Diese regeln, wann ein Bewerber für einen Studiengang geeignet ist und wann nicht. Sie legen zum Beispiel einen bestimmten Schulabschluss und bestimmte Sprachkenntnisse als Voraussetzung für ein Studium fest. Für manche Studiengänge ist auch ein Praktikum erforderlich, zum Beispiel als Lehrer oder als Medizintechniker. Auch wenn man nicht alle Zugangsvoraussetzungen erfüllt, ist eine Zulassung zum Studium möglich. Die Hochschule kann aber das Erlernen einer zweiten oder dritten Fremdsprache oder gar ein erfolgreiches Praktikum verlangen. Und das kann auch noch während des Studiums gemacht werden.